Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir spielen Void Train und haben die Arena verlassen. Wir sind noch in dem Zug am Arenaplatz angedockt und ich hatte mich jetzt gerade noch mal hier umgeschaut. Ich spiele jetzt auch nicht jeden Tag oder nehme Folgen am Stück auf, sondern mache das mal so alle ein, zwei Tage. Da muss ich dann selber mal schauen, wo man stehen geblieben ist. Und ihr macht es mir wirklich nicht leicht. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr hier weiter Lust drauf habt. Die Meinungen sind zwiegespalten. Die einen sagen ja, die anderen sagen, ist sehr eintönig. Und gerade die Arena hat wieder ein bisschen Lust bzw. ein bisschen neugierig gemacht, was hier vielleicht noch kommen wird. Von daher geht es hier erstmal weiter. Ich würde sagen, wir machen das so wie bisher gehabt. Falls wir in dem Void nichts Interessantes finden, dann würde ich hier weiter looten, das herausschneiden und die interessanten Story-Elemente mit euch gemeinsam dann fortführen. Das Abenteuer fortsetzen. Rücke vorwärts. Ja, heiße Diskussion. Diskussion beendet. Ja, Nachbrenner aktivieren. Wir geben Gas. Aber wir hätten auch die Bremse lösen können. So, Nachbrenner ist deaktivierend. Da hatten wir das Problem, Nachbrenner hatte ich aktiviert und dann waren wir mit so einem Speed unterwegs, dass ich absolut nichts mehr machen konnte. Ich hoffe mal, dass wir jetzt wieder mit Normaltempo hier unterwegs sind. Ja, schauen wir mal, dass wir hier noch einiges looten, denn es gibt im Forschungstisch wieder vieles freizuschalten. Wir sind zu schnell unterwegs. Ich ahne das schon, wenn ich jetzt hier runterspringe. Müssen wir gucken, dass wir die Geschwindigkeit irgendwie reduziert bekommen. km/h. Ja, so schnell sind wir gar nicht unterwegs. Wir sind langsam. Also wir sind jetzt langsam unterwegs. Das sollte soweit passen. Guck mal, wir haben unseren Greifhaken. Und wie gesagt, ich würde jetzt erstmal wieder ein bisschen looten. Und dann hole ich euch zurück. So, und zurück hole ich euch. Inventar ist gut gefüllt und voraus sehe ich schon die nächste Blockade. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob wir uns noch ein paar Healing Packs bauen können. Munition müssen wir noch genügend haben. Ich habe unterwegs noch ein paar Minen weggeschossen. Obwohl, so viel haben wir nicht mehr. 9 von 5 Schuss. Eieiei. Also, 9 Schuss, 5 Reserve. Das war jetzt gar nicht gut, dass ich so viel rumgeballert habe. Forschungstisch. Ich glaube, das wird nichts mehr. Waffenkammer. Labor. Sterilisator. Harz. Chemikalie. Nein. Irgendwo konnte man Verbände herstellen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo genau. Ja, dann stellen wir uns auf eine ordentliche Schießerei ein. Gucken vielleicht schon mal von Weitem, ob wir hier den einen oder anderen erwischen können. So, das war's. Munition ist alle. Nur noch Pistole da. Aber dafür haben wir heute gut Deckung.
Sieht gut aus. Sieht noch besser aus. Und wir haben wieder Gewehrmunition. Ach so, Inventar ist voll, darum konnte ich nichts mehr aufnehmen. Ja, jetzt haben wir ja wieder Zeit. Lasst uns mal das Inventar leer machen. Und unterwegs konnte ich auch schon die ersten großen Kohleklumpen, Eisklumpen nochmal besorgen. Neu, haben wir einen übersehen? Einen Ganoven. So, Containerteile, Barren, Leder. Ja, Leder war voll. Einmal Eis, obwohl Eis könnte man doch gleich in die Lok packen. Muss ich bloß mal schauen, wie das war. Lok inspizieren. Brennstoff. So, Kohlebrikett, Kohle. Dünger, Kohlenstück. Das Fett können wir reinpacken. Wasser. 10 Stück rein. Gut, dann haben wir schon mal etwas aus dem Inventar raus. Holz. Hier ist die Nahrung, das Leder. Das Eis. Eis ist jetzt noch unter Nahrung drin, werden wir aber nachher vorrücken. Und eine Menge Eisenschrott. Dann können wir gleich hier Bahn produzieren. Ach stimmt, ich hatte mir noch den Void-Pflanzensamen eingepackt. Den wollte ich ja mal hier in den Garten packen. Rezept, seltsame Pflanze. Ach, seltsame Pflanze geht nicht. Wir haben den Biostoff, da haben wir Pflanzen davon. Erstellen. 100. 3 Minuten dauert es. 180 Sekunden. So, was haben sie denn liegen lassen? Revolvermodul. Ah, Münzen, gut. Schade, keine Teile für unser Gewehr, nur Pistolenteile hier. Obwohl, hier liegt ein ganzes Gewehr. Aufheben, zu wenig Platz. Wie geht denn das? Wie tut man denn eigentlich so ein Gewehr umswitchen? Alles klar, ich habe das mal mitgenommen. Das mit dem blauen Griff, Platz 1, das ist unser altes. Und Platz 2 ist das gerade gefundene. Können wir uns mal anschauen. Okay, setzen wir mal die Fahrt fort. Bremse lösen. Und wir gehen mal in der Kiste, Waffenteile, da ist Holz drin, hier oben. So, wir haben einfacher Rahmen, Schädling. Einfacher Rahmen, Gründer. So, ich vergleiche gerade die Werte. 35, 20,
Ja, der ist besser, der kann weg. Den könnte man ablegen, braucht kein Mensch. Dann haben wir einen Griff, flexibler Griff, Nachahmung, Handhabung 1,8. Griff haben wir gar nicht dabei. Den packen wir mal hier rein. Rücke vorwärts ist unsere Mission. So, das ist das Neue. Schnelle Gottesanbeterin und stabiler Verstärker. Gucken wir nach. Visier, Vorrat, Griff, Rahmen, Magazin, Fass. Also Schaden per Sekunde 102,4. Unser altes Gewehr und unser neues Gewehr. Optisch erstmal kleiner Unterschied. Ja, ist jetzt wirklich die Frage, was macht man damit? Demontieren, in die Kiste packen. So, ich habe es jetzt komplett auseinandergenommen. Jetzt nehmen wir unser... Kurz gucken, nicht, dass wir hier gegen das Minenfeld fahren. Nehmen unser altes Gewehr und schauen mal, ob die Modifikationen besser sind. Genauigkeit geht runter, Stabilität hoch, Feuerrate geht extrem hoch und Schaden wird runtergehen. Magazin. Nachladegeschwindigkeit geht mit diesem runter. Genauigkeit geht hoch, Feuerrate geht hoch. Stabilität minus 4. Meine vorhin waren wir sogar einen Tick besser, dass wir noch unter 2 Schaden hatten. Ach, wisst ihr was? Lass gut sein. Ah, da vorne sehe ich schon das nächste Depot. Da fahren wir gleich gemeinsam ein. Ich gucke nochmal, dass die Werkbänke hier auch am Arbeiten sind. Die Schmelze. Da gab es nichts mehr. In die Werkbank wollte ich. Da können wir nämlich schon mal herstellen. Schrauben. Schrauben kann man immer haben. 5 Stück.
Ja, hier scheint es nichts weiter zu geben. Es kommt keine Meldung. Rücke vorwärts heißt das Abenteuer. Wir könnten ja maximal unseren Zug upgraden. Was wir machen können, ist in das Spielcasino gehen, beziehungsweise an den Spielautomaten, unsere Münzen mal eintauschen. Das werden wir auch gleich tun. Und ich werde mal die ganzen Waffenteile hier entsorgen. Ich brauche die nicht. Packen mal die Barren raus. Dann habe ich irgendwo, Mensch, eine Kiste mit Holz gehabt. Wo ist denn die bloß hin? Das war mal die Holzkiste hier. Das muss ja nicht mal alles perfekt sein. Ja, die Waffenteile können wir lassen, die anderen schmeiße ich jetzt alle weg. Und irgendwo haben wir noch eine Münze, die suche ich mal schnell noch. Das war ein Waffenschrott. Ich habe das alles wahllos geschmissen letztens. Hier, drei Münzen. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen zocken. So. Das schmeißen wir alles weg. Finden wir doch eh wieder. So, drehen einen Chip. Wir haben insgesamt 5 Chips. Wartet mal, wir haben genug Platz. Ey. Wieso warten das eine scharfe Handgranate? Tatsache, da steht's ja. Was es nicht alles gibt. Sind wir fast tot. Beim Zocken gestorben. Dreimal Huhn. Gibt irgendwas in Fragezeichen. Eine seltsame Pflanze, einen Samen haben wir bekommen. Oh, oh. Yeah, dreimal Glücksschwein. Gibt, guckt mal, irgendwas super. Irgendwas super duper. Ein Waffenmodul, aber diesmal ein gutes. Ach, okay, das ist auch so orange umrahmt. Genau, sowas müssen wir aufheben. Sowas braucht man. Dann baller ich gleich den Rest auch weg. Ja, dann kommt der Rest jetzt weg. Wir ändern die mal eben. Erstellen brauchen wir keine. Wir ändern die. Den Rahmen. Gucken wir mal. Plus 20 Schaden. Der ist ja richtig gut. Genau, sowas brauchen wir für die nächsten Arena-Kämpfe. Ordentlich was Schaden rauspustet. Und aus dem Samen ist jetzt ein so ein Ding gewachsen. Ne, zwei Biostoffe. Das ist ja wirklich erbärmlich. Der nächste Pflanzen eingesamt. Ne, wa? Der nächste Samen eingepflanzt. Du Quatsch erzählt. Okay, los hier. Handbremse lösen. Es geht weiter. Der nächste Pflanzen eingesamt. Wie kommt man denn nur auf sowas?
Neuer Pfad. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte Teile produzieren, einfach schon mal auf Vorrat in der Werkbank. Wir haben jetzt die Bolzen. Danach würde ich sagen, Federn. Geht nicht, fehlen uns Eisenbahnen. Wir können auch gezielt, wir können das auch mal gezielt machen, wartet. Wir brauchen Eisenbahn, zwei Zahnräder und zwei Kupferdrähte für den Schmelzofen 2. So, zwei Zahnräder, mache ich gleich mal 4 oder machen wir auch 5. So, dass er sich verkrümelt, erstmal schön beschossen. Ja, dann geht erstmal das fröhliche Looten weiter. Ist ja schon einiges geworden, loote ich mal noch etwas gezielt auf Eisen, Holz, dass wir hier weiter erforschen können. Und dann sollte es auch weiter vorangehen. Ich muss nur aufpassen, mein Leben ist nicht mehr so pralle. Wenn uns jetzt dieser Hai attackiert, dann sind wir wieder tot, dann liegt unser ganzes Loot hier rum. Da gucken wir lieber mal, dass wir unser Leben nach oben bringen. Da war er schon. So, jetzt sehen wir unten links, dass wir wieder einen großen Eisklumpen erbeutet haben. Nehmen wir mit X in die Hand und mit F können wir den hier platzieren. Aber das wird auch. Wir brauchen das ja auch als Treibstoff. Hier, nächste Kohlenklumpen. Da müssen wir auch nicht ständig das ganze Holz verfeuern. Wenn wir genug Kohle haben, können wir auch Kohle so zum Treibstoff nutzen. Ja, guck mal, das geht jetzt eigentlich ratzfatz mit dem Looten. Dahin. Ach, nee, nicht schon wieder, oder? Nee, wartet mal, das ist was anderes. Oder? Das ist keine Straßensperre hier, das ist so. So baumig.
Ach, das ist wieder eine Arena. Schön. Oder sind wir zurückgefahren zufällig? Nee. Wir bewegen uns in Richtung des Zuges. Hält er jetzt an oder fährt er vorbei? Er fährt vorbei. Wir hätten da tatsächlich fast vorbeigefahren. Das machen wir jetzt nochmal mit. Aber wartet. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt noch Kupferdrähte. Dann können wir nämlich schon das nächste Mal erforschen. Schrauben, Zahnräder, Kupferdraht und Barren haben wir einstecken. Wo habe ich denn hier das Gewehrteil her? Das kann doch eigentlich weggeworfen werden. Das hat man doch gerade ersetzt. Schmelzofen 2. Mal sehen, was der besser kann. So, was haben wir noch einstecken? Das laden wir erstmal kurz aus. Teile, dann haben wir Chemikalien, Biostoff. Ja, wenn man nämlich auch genügend isst, regeneriert das Leben sehr schnell wieder. So, los, lasst losgehen. Wir haben genügend Munition dabei. Da ist er wieder hier, der Captain. Die Belohnung für diese Welle. Drei Holz, Schrott, Chemikalien. Okay, bin bereit. Gucken wir mal, dass wir vielleicht so einen Felsen im Rücken haben. Obwohl das mit dem Rumrennen gar nicht so eine schlechte Idee war. Abgeschlossen. Ah, da schaffen wir noch eine Runde. Fünftel Leben verloren.
Eine Runde schaffen wir noch. Halbes Leben. Ach, da gibt uns hier neue Munition. Ja, reichlich Halbleben haben wir. Ich versuch's einfach mal. Es wird eng. Aber wegen so ein bisschen Materialien. Wir versuchen es. Bewegen, springen, einfach immer bewegen, springen, bewegen, springen. Jetzt? Du schießt die Knifte nicht mehr. Ah, tot. Zu hart. Prüfung gescheitert. Hol dir die Mindestbelohnung. Naja. Der Trostpreis. Das heißt denn jetzt so wenig Platz? Hier, spürt unsere Mindestbelohnung. Elendig gescheitert. Aber mal gut zu wissen, haben wir überhaupt eine Rüstungsplatte dran gehabt, hat man auch nicht. Wäre schon interessant gewesen, was in der Kiste drin ist. Naja, okay, ich würde mal Wunden lecken. Ja, Materialien haben wir alle, auch wenn wir gescheitert waren. Alles halb so wild. Wunden lecken, vielleicht nochmal hier und da was sortieren. Und dann würde ich erstmal Schluss machen. In der nächsten Arena versuchen wir uns wirklich richtig gut vorbereitet. Ich schaue nochmal, wo es diese Verbände gab. Dass wir auch eine Rüstungsplatte angelegt haben. Und dass wir dann vielleicht mal diese Kiste holen. War schon eine interessante Sache. Gut, ich hoffe, euch hat es mal wieder Spaß gemacht und man sieht sich dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut!